Nach 50.000 Jahren ist er wieder da, der Neandertaler. Anscheinend entsetzt, dass so wenig von seinem Neandertal übrig ist. Natürlich sorgt er für Aufsehen. Jemand muss sich um ihn kümmern, wenn er hier auf Großwildjagd geht. Oder auch nur einen Imbiss zu sich nehmen will. Die Berlinerin Sarah Mühlhauser spielt Umweltschützerin Barbara, die ihn schützen will. Was erwartet denn der Neandertaler heute? Tiefe spirituelle Erfahrungen mit moderner Höhlenmalerei? Der erste Cappuccino seines Lebens? Keine Szenen aus dem Film, sondern exklusiv für uns improvisiert. Das Drehmaterial bleibt unter Verschluss. Was soll denn das aber nun für ein Film werden? Der Neandertaler kommt zurück in die Gegenwart, um auch vor allen Dingen die Gegenwart zu bespiegeln. Das Ganze ist eine Komödie, eine Satire sozusagen halt. Aber am Ende des Films stellt sich die Frage, wer ist mehr ein Neandertaler? Wir oder der Neandertaler? Der US-amerikanische Schauspieler John Chartier spielt den Neandertaler jedenfalls mit solch einer Leidenschaft, dass er richtig in die Rolle hineingewachsen ist. Interviews in einer Sprache des 21. Jahrhunderts gibt's nicht. Es sind auch die Gerüchte, dass er irgendwie 3 Wochen nicht mit seiner Frau und seinen Kindern gesprochen hat, weil er sich so sehr stark auf die Rolle vorbereitet hat. Auch das Neandertal-Museum hat das Filmteam beraten. Die Neandertaler waren keine Halbaffen, sondern kannten Kleidung, Werkzeuge und hatten ihre eigene Sprache, zum Beispiel um Jagden zu organisieren. Im Film verliebt sich die moderne Frau in den Mann aus der Vergangenheit. Warum? Weil er all das hat, was die ganzen anderen Männer nicht haben. All diese, also die Natürlichkeit, die Bodenständigkeit, die Verbundenheit zur Natur. Sie entwickeln sich lustigerweise ein bisschen gegensätzlich. Die Barbara wird von einem recht konservativen, eher kontrollierten Charakter sehr locker und wird sehr, öffnet sich total, währenddessen der Neandertaler von einem sehr ursprünglichen Charakter sich eher zu dem Menschen der heutigen Zeit entwickelt. In der Neander-Disco tanzt Sarah Mühlhauser mit ihrem amerikanischen Kollegen Rick Zieff. Für ihn ist das Neandertal ein besonderer Ort, ähnlich wie alte Indianerkultstätten. Es ist faszinierend, da zu gehen, wo Fußabdrücke des Neandertalers existierten. Ich in seinen Spuren. Dieser Ort hat was beeindruckend. Nächstes Jahr soll der Film fertig sein und auf Filmfestivals laufen. Mal sehen, wer gewinnt, das kreative Chaos oder der Zeitplan. Wir würden natürlich gerne wissen, ob es ein Happy End gibt für Barbara und den Neander-Djinn.